Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt The Longest Journey. Ja, nun nach gefühlt sehr langer YouTube-Abstinenz geht es nun endlich weiter. Ich bin wieder mal hocherfreut, innerlich aufgeregt, ihr kennt mich ja. Denn The Longest Journey ist mir ein persönliches Anliegen. Ich suche meist immer Spiele raus, die mir ein persönliches Anliegen sind. Aber The Longest Journey habe ich damals zum Release im Jahre 2000 das allererste Mal gespielt. Und dieses Spiel hat mich nachhaltig beeindruckt. Es hat ganz viele großartige Momente, was auch an der besonderen Hauptprotagonistin April Ryan liegen mag. Also sie zählt bis heute zu meinen Lieblingsprotagonistinnen innerhalb der Gaming-Landschaft und ihr werdet noch erleben, wieso, weshalb, warum. Sie ist überaus komplex geschrieben worden, ja, eine sehr greifbare Person. Und ich denke noch gerne zurück an dieses Spiel. Ich habe natürlich vor, euch die gesamte Trilogie vorzustellen, damit ihr das erste Spiel allein einen würdigen Abschluss bekommt. Ich glaube, um die gesamte Geschichte zu verstehen, reicht der erste Teil nicht aus. Die Geschichte geht natürlich nach wie vor weiter. Ich habe auch den zweiten Teil durchgespielt, aber nur einmal. Der zweite Teil ist ja 6 Jahre später erschienen, also im Jahre 2006 selbstverständlich. Und, das muss ich leider zugeben, kann ich mich leider Gottes nicht mehr an so viele Momente erinnern. Ich weiß noch im Groben, um was es geht. Die Hauptprotagonistin ist mir noch sehr nah, aber die Erinnerungen an den zweiten Teil sind doch sehr, sehr verwaschen. Aber es ist ja auch schon eine Weile her. Und somit fiel es mir sehr schwer, einen guten Einstieg in den Dreamfall Chapters, also den dritten Teil der sogenannten The Longest Journey Saga zu finden. Denn die Dreamfall Chapters setzen voraus, dass man die Geschichte des ersten Teiles sowie auch des zweiten Teiles sehr gut kennt. Und damit der zweite Teil eben nicht mehr so präsent ist, habe ich irgendwann wieder aufgehört. Aus diesem Grunde, ja, möchte ich die Saga in einem Rutsch mit euch durchspielen. Ich freue mich einfach und ja, das wird dann für mich auch ein neues Erlebnis. Das ist schon sehr lange her, ich glaube 10 Jahre, seit ich The Longest Journey, also den ersten Teil der Saga, zuletzt gespielt habe. Aber es gehört nach wie vor zu meinen Lieblings-Point-and-Click-Adventures. Wenn ich jetzt eine Top 5 erstellen müsste, dann darf ich The Longest Journey getrost dazu zählen. Für die Leute, die The Longest Journey noch nicht kennen, die noch nichts von dem Spiel in Erfahrung bringen konnten. Ich werde mich natürlich bedeckt halten, werde nicht so viele Informationen im Vorab verraten. Wie gesagt, bestimmte Dinge werden auch für mich wieder ein neues Erlebnis werden. Und noch eine kleine Vorwarnung im Vorab. Dieses Spiel ist sehr dialoglastig. Aber das soll jetzt nicht abschreckend auf euch wirken, denn es macht die Welt greifbarer. Sowie auch die einzelnen Charaktere. Es gleicht zeitweise wie ein sehr gut geschriebenes Hörbuch. Ach, eine Information noch am Rande. Ich spiele The Longest Journey mittels der Originalversion. Es sind 3 CDs. Aber unglaublicherweise, ja, ist dieses alte Spiel mit dem Betriebssystem von Windows 8 und Windows 10 kompatibel. Also, wenn ihr noch im Besitz der Originalversion seid, keine Scheu. Die Installation hat reibungslos geklappt, so wie auch der Start des Spieles. Bisher keine Probleme. Ich habe schon mal reingeguckt, es kurzzeitig angespielt. Alles funktioniert tadellos. Und nun möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir legen jetzt endlich los. Begeben wir uns auf die längste Reise. Spiel ab. Ihr seid also gekommen, um eine Geschichte von mir zu hören. Wir möchten gern eine Ihrer Geschichten hören. Sie haben so viel gesehen, schon so lange gelebt. Danke, dass du mich an mein Alter erinnerst, Kind. Aber keine Sorge, ich bin eine alte Frau, aber ich hatte ein langes und erfülltes Leben. Und ich habe Geschichten zu erzählen. Welche Geschichte wollt ihr hören? Eine wahre Geschichte. Alle meine Geschichten sind wahr, Kind. Es gibt schon genug Märchen in der Welt. Es gibt keinen Grund, noch weitere zu erfinden. Dann erzählen Sie uns die Geschichte des Gleichgewichts.
Du willst die Geschichte des Gleichgewichts hören? Ach, die ist zu lang für einen Abend. Aber ich erzähle euch eine Geschichte, die ich vor langer Zeit gehört habe. Eine Geschichte, die zu einem wichtigen Wendepunkt im Gleichgewicht wurde und die etwas in Gang gesetzt hat, das bis heute fortwirkt. Oh ja, bitte. Das hört sich genau nach der Art Geschichte an, die wir hören möchten. Na gut. Die Geschichte beginnt, wo sie endet. Wie alle guten Erzählungen. In einem Turm. In einem Reich, das es nicht mehr gibt. Oh nein, sag bloß nicht, dass ich schon wieder träume. Es wäre so schön, nur ein einziges Mal durchzuschlafen, ohne nachts um 4 schreiend aus einem Albtraum zu erwachen. Mit diesen Worten, mit diesem Intro heiße ich euch nochmals herzlich willkommen zu The Longest Journey. Und darf ich vorstellen, dies ist April Ryan, die Hauptprotagonistin des Spiels. Und ich bin immer noch total geflasht, wie auch, ja, vor 17 Jahren, oh Gott, das ist lange her, ja, wie vor 17 Jahren, also ich finde die Hintergründe immer noch grandios schön, diese 2D-gerenderten Hintergründe und ich finde, ja, auch nach heutigen Maßstäben kann sich doch die 3D-Polygon-Figur der April Ryan noch sehen lassen. Ich bin schon wieder maßlos begeistert und diese Landschaft sieht so malerisch aus, das wird uns April bestimmt auch gleich nochmal bestätigen. Ein Bilderbuch-Panorama. Ja, genau. Auch du hättest es, ja, erstellen können, nicht April. Wir wissen ja, April ist Kunststudentin an der Venice Academy of Arts. Genau.
innerhalb von Newport, wenn ihr euch noch an die Einleitung erinnern könnt. Ein Sturm zieht auf, so wie... Da zieht ein Sturm auf. Sogar das Wetter ist im Traum miserabel. Ich bin begeistert. Ach komm, April. Aber die Landschaft, hier der Sonnenaufgang... Ein unberührter, filmreifer Sonnenaufgang. Ach ja, also diese Lichtverhältnisse. Wirklich damals, ich war so geflasht. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, das war damals so revolutionär. Also man sieht, wie viel Zeit, Geld und Muße die Entwickler hier reingesteckt haben. Ach, wunderschön. Hier ist noch... Sagt sie was dazu? So schön sieht's im echten Leben nie aus. Ach komm, April. Es gibt so viele schöne Orte. Was ist los? Oh nein. Oh, perfekt. Schätze, wenn ich das Ei nicht rette, werde ich 8 Jahre lang vom Pech verfolgt oder so. Ja, und das soll uns ja nicht passieren, April. Aber wahrscheinlich werden wir das Ei mit bloßen Händen nicht retten können. Sieht aus wie von einem Reptil. Aber das kann doch nicht sein. Es ist viel zu groß. Und ich mag keine Reptilien. Warum nicht? Es gibt auch schöne Reptilien. Aber woran hast du erkannt, dass es hierbei um ein Reptilienei handelt? Also, so kundig wäre ich nicht gewesen. Ich glaube, das wird jetzt auch nichts werden, das Ei zu greifen. Genau, weil es viel zu groß ist. Ist da ein Geräusch aus dem Ei gekommen? Junge, wird das ein Riesenbaby. Ich kann es nicht greifen, es ist zu groß und glatt. Es würde mir nur aus dem Arm rutschen. Genau, und das wollen wir nicht riskieren, aber wir werden gleich mal einen Blick auf das Nest werfen. Vielleicht finden wir darin etwas Sinnvolles. Ein Nest mit Schuppen ausgelegt. Ziemlich großen Schuppen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, ich sollte verschwinden, ehe die Bewohner heimkommen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Können wir diesem Nest noch etwas entnehmen? Faszinierend. So eine große Schuppe habe ich noch nie gesehen. Na dann her damit. Ich behalte sie als Andenken. Genau. Also hier oben befindet sich natürlich unser Inventar, aber auch mit einem Rechtsklick. Genau, gelangen wir dorthin. Eine große, glatte und erschreckend reptilhafte Schuppe. Vor allem erschreckend. Ja, dieser Baum sieht im Vergleich zur restlichen Landschaft doch sehr verdorrt aus. Stirbt er etwa? Ich bin zwar Künstlerin und kein Botaniker, aber der Baum ist tot oder kurz davor. Was ist mit diesem Zweig? Der ist knochentrocken. Lässt sich bestimmt einfach abbrechen. Okay. Das werden wir jetzt auch tun. Ihn abbrechen. Einfach gesagt, einfach getan. Oh, welches Leid wir erdulden müssen. Wie? Warum quälst du uns so? Dich quälen? Wer bist du überhaupt? Wir sind die Stimme aller Bäume, der Geist des Holzes und des Blattes. Du bist ein sprechender Baum? Scheint so. Keineswegs. Bäume können nicht sprechen. Zumindest nicht deine Sprache. Die Sprache der Bäume ist die des Holzes, der Wurzel und des Blattes. Wer bist du eigentlich? Wie wir schon sagten, sind wir die Stimme der Bäume. Wenn einem Baum Unrecht widerfährt, sprechen wir für ihn, sofern wir anwesend sind. Der Ast! Das war's! Ich hätte den Ast nicht abbrechen dürfen. Ach, das ist doch nicht bedeutend. Uns kann niemand mehr helfen. Wir sind nur hier, um den Übergang in die Erde zu erleichtern. Wir? Ich sehe nur dich? Wir sind eins mit unserem Wirt, wie wir auch einen Waldgeist sind. Und dennoch Legionen.
Tja, danke für die Erklärung. Wir erwarten nicht, dass du das verstehst. Du bist ein Mensch. Okay, genau. Was ist mit dir passiert, Baum? Ich meine, alles andere sieht um dich herum ja noch sehr fruchtbar aus. Du bist es wiederum nicht. Was ist mit dem Baum passiert? Oh, der Schmerz. Als die Schlacht tobte, da... Schlacht? Zwischen der Mutter und dem finstersten Chaos. Sie hat nur ihr Kind beschützt. Aber das Chaos wollte nicht weichen. Die Wucht ihres Kampfes hat den Berg erschüttert. Der Quellbach, der uns gespeist hat, wurde in die Ferne gelenkt. Ohne Wasser verdorren wir und sterben langsam. Okay, also hier wird uns wohl unsere erste Aufgabe, ja, übertragen. Wir müssen diesem Baum Wasser zuführen. So viel ist schon mal klar. Ja, und bei dem Chaos handelt es sich vielleicht um den aufziehenden Sturm. So denke ich. Und im Prolog wurde ja die Geschichte des Gleichgewichts erwähnt. Das Chaos ist quasi, ja, der Antagonist des Gleichgewichts. Also, ihr solltet euch die Geschichte des Gleichgewichts merken. Oder auf jeden Fall den Begriff. Der spielt hier eine tragende Rolle. Mehr werde ich aber nicht verraten. Genau, und genau, was hat das nun alles mit diesem Ei zu tun? Das frage ich mich auch. Was hast du mit dem Ei zu tun? Ei? Wie? Ach so, natürlich. Das Kind. Wenn die Mutter abwesend war, hüteten wir das Kind. Jetzt aber, verdorrt und ohne Kraft, können wir ihm nicht mehr helfen. Wir haben die Mutter enttäuscht und verzweifeln. Unsere Schande kennt keine Grenzen. Wer warst du nochmal? Wir sind der Waldgeist. Wir kommen in der Stunde der größten Not zu jedem Baum und spenden ihm Trost. Wir geben den Leidenden eine Stimme und erleichtern ihnen den Übergang in die Erde. Unsere Zeit läuft ab, während wir miteinander sprechen. Der Übergang in die Erde steht bevor. Verlass uns jetzt. Was ist mit dem Ei? Dafür ist es zu spät. Ohne Stärkung fehlt uns die Kraft, um es sicher heimzubringen. Wir haben versagt. Die Erde wird ewig um unsere Schmach wissen. Okay, genau. Wir werden alles tun jetzt, um dieses Ei zu retten. Und was müssen wir dafür tun? Kann ich denn gar nichts tun, um das Ei zu retten? Ach, von Menschen erwarten wir keine Hilfe. Ach, hör auf. Lass die Sprüche. Sag mir lieber, ob ich irgendetwas tun kann. Es ist zwecklos. Wir brauchen Wasser. Aber es gibt keines, seit der Quellbach seinen Lauf geändert hat. Mir fällt schon was ein. Bleib ruhig. Wir sind ruhig. Im Gegensatz zu euch Menschen nehmen wir unser Schicksal an. Solltest du jedoch entgegen aller Voraussicht Erfolg haben, werden wir das Kind sicher in sein Nest zurücktragen. Versuch es nur nicht alleine. Es würde tragisch enden. Ja, für uns beide, für das Ei und für April. Die Aufgabe ist klar. Wir müssen den verschobenen Wasserlauf regulieren. Und dafür, genau, begeben wir uns dahin. Und eindeutig hat sich dieser verschoben. Der Geist meinte, hier hat eine Schlacht stattgefunden.
Dabei ist wohl der Felsen zerborsten und der Wasserlauf hat sich verschoben. Genau, wir müssen für seine Regulierung sorgen, für sein Gleichgewicht und da haben wir es schon wieder. So, dann schauen wir uns noch mal näher um. Geh mal hier in April. Genau, da können wir nämlich einen genaueren Blick auf den Wasserlauf werfen. Der Geist meinte... Okay, es reicht. Mehr brauchen wir nicht zu wissen und wir haben ja die geeigneten Utensilien, um für seine Regulierung zu sorgen. Der verdorrte Ast eines sterbenden Baumes. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Das wirst du gleich verlieren, denn er wird uns sehr behilflich sein. Oh, komm her. So, wo ist der Wasserlauf? Genau. Und wie können wir das Wasser ja zum Baum leiten? Natürlich mit dieser übergroßen, erschreckenden Schuppe. Auf geht's. Das müsste passen. Schenke dem Baum Leben. Ja. Ach, wunderbar. Er wächst und gedeiht. Er hat seine volle Energie zurück. Ja, und ich weiß nicht, ob der Anfang des Spiels metaphorisch gedacht ist, also diese Traumsequenz. Denn ihr könnt euch vielleicht noch an meine Einleitung erinnern. Genau, das Point-and-Click-Adventure wurde ja damals für tot erklärt und Funcom, also das Entwicklerstudio von The Longest Journey, hat diesem Sterben den Kampf angesagt. Und man könnte dies schon als metaphorisch erachten, der sterbende Baum. Und wir führen dem sterbenden Genre seine Energie zurück. Also es wäre schön, wenn es so gedacht wäre. Also irgendwie bin ich gerade überzeugt von dieser Theorie. Ach gut, dann begeben wir uns zurück, retten wir das Ei. Na, wenn das keine Sofortwirkung ist. Na, aber hallo? 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 Lass uns alleine. Nein, noch nicht. Alles in Ordnung? Unsere Kraft ist wiedergekehrt. Uns bleibt keine Zeit für müßiges Plaudern. Wir müssen trinken und jubeln. Wie wäre es mit ein wenig Dankbarkeit, lieber Waldgeist? Vergessen wir nicht eine Kleinigkeit? Genau, so sieht's aus. Sei still. Hör zu. Das Lied des uralten Holzes. Klingt es nicht wunderbar? Na klar, wunderbar. Das Junge ist bestimmt ganz begeistert. Das Junge? Das Ei? Der Erde sei Dank. Beinahe hätten wir es vergessen. Na dann bitte. Oh. Nein, keine Sorge, April. Ich bin schwer begeistert, Leute. Hin und weg. Oh oh. Was war das? Oh oh. Wie wunderschön. Du bist es. Du bist gekommen. Du kennst mich? April. Tochter. Ich habe dich erwartet. Tochter? Erwartet? Warum? Weil es hier beginnt. Mit dir. Wie jedes Mal. Was meinst du damit? Riss und Heilung. Schmerz und Freude. Das Ende des Alten und der Anfang des Neuen. Eine andere Welt. Ich bin die Mutter dessen, was heute besteht. Aber du bist die Mutter der Zukunft. Was muss ich tun? Woher werde ich wissen, was zu tun ist? Ich werde dich leiten und nach Kräften beschützen. Am Ende wirst du aber auf dich gestellt sein.
Ich habe Angst. Die hattest du schon immer, mein Kind. Meine Tochter. Wow, April scheint auserwählt. Das ist keine gute Entwicklung. Was passiert jetzt? Schläfst du? Ziehst du dich zurück? Ich habe bestimmt keine halbe Stunde richtig geschlafen. Ich bin völlig erschöpft. Ich muss mich die ganze Nacht hin und her gewälzt haben. Ist das heiß hier drinnen? Kein Wunder, dass mich diese Träume plagen. Seit einer Woche wache ich jeden Morgen schweißgebadet auf. Ein sonniger Tag in Newport. Ein sonniger Tag in Newport wie eh und je, scheint es. Ja, und wir müssen herausfinden. Wenigstens hat das Studio eine vernünftige Klimaanlage. Ich habe mir vorgenommen, den Tag über zu arbeiten. Und diesmal werde ich mich daran halten. Okay, was wollte ich sagen? Genau. Wir müssen herausfinden, wieso April von diesen Albträumen geplagt wird. Ja, April, und warum... Warum trägst du schwere Socken, schwere warme Socken, wenn es so heiß ist? Wahrscheinlich klagst du immer über kalte Füße. Für eine Bettdecke ist es nachts zu heiß, also schlafe ich ohne. Wie viel Grad Celsius werden hier herrschen? 30, 35? Um Gottes Willen. Ich brauche mein Bett nicht zu machen. Es ist zu heiß, um mit Bettdecke zu schlafen. Ja, hier ist ja auch nichts. Okay, ja, lohnt es sich, das Fenster zu öffnen? Nein, also ich wollte nochmal sagen, also ich finde, das Spiel ist außergewöhnlich gut gealtert, ja. Also nach heutigen Maßstäben, wirklich, also während ich es jetzt spiele, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich finde es echt wirklich noch schön. Also wirklich, es ist wirklich gut gemacht. Okay, dann werfen wir mal einen Blick raus. Die Aussicht scheint ja nicht so schön zu sein. Wir schauen auf eine Hauswand. Ja, okay, ach, eine Möwe. Eine Möwe. Das arme Tier wirkt ziemlich ausgehungert. Ach, wir haben nichts. Okay, das sollten wir uns merken. Das war ein Tipp. Wer weiß, was die Rohre ausspucken. Wasser ist es jedenfalls nicht. Ja, so schaut auch der Fluss. Das ist kein Fluss. Ich weiß immer noch nicht, was durch die Kanäle von Venice fließt. Wasser kann es nicht sein. Und ich glaube, du wirst es auch nicht so genau wissen, April. Okay, was soll uns diese Gummiente sagen? Ein Gummientchen. Hilflos unter dem rostigen Gitter gefangen. Damit können wir wahrscheinlich sowieso noch nichts anfangen. Was mit dieser Kette? Können wir nur nach unten lassen? Okay, ich denke, ja, dem müssen wir uns später zuwenden. Das hat jetzt wenig Sinn. Okay, lassen wir... In Anführungsstrichen, frische, heiße Luft in das Zimmer. Ein Kleiderschrank aus echtem Holz. Nicht aus dem Syntho-Zeug, von dem ich niesen muss und Ausschlag bekomme. Okay, das ist ja interessant. Also wenn sich so die Zukunft entwickeln wird, dass man auf, ja, Syntho-Zeug allergisch reagiert, also nur aufgrund von Gerüchen und wie auch immer. Oh. Okay, wir brauchen wahrscheinlich Kleidung. Viel hast du ja nicht. Zugegeben, meiner Garderobe fehlt ein gewisser Schick, aber ich kann mir keine Avantgarde-Klamotten leisten. Vielseitig, praktisch, billig, sage ich immer. Okay, also ein pragmatischer Kleidungsstil, es reicht doch auch aus. Ich meine, ich habe mehr auch nicht gehabt zu meinen Azubi-Zeiten. Als ich von zu Hause fort bin, konnte ich nur einen Koffer tragen. Ich hätte gern mehr mitgenommen, aber c'est la vie. Wenigstens war es ein richtiger Neuanfang. Wenn die viele Arbeit sich erstmal auszahlt, werde ich ein Haus kaufen und es mit lauter neuem Zeug füllen. Wer will schon seine Vergangenheit? Also naja, es kommt darauf an, wie man seine Vergangenheit betrachtet. Mit welchen Augen? Ein Stapel Zeichnungen, die ich als Kind gemalt habe. Keine Ahnung, warum ich die überhaupt mitgenommen habe. Die bedeuten mir gar nichts.
Das glaube ich dir nicht, April, denn sonst hättest du sie auch nicht mitgenommen, wenn sie so bedeutungslos wären. Okay, was befindet sich in diesem Karton? Ein leerer Karton. Weniger interessant. Das stimmt nicht, der Karton ist nicht leer, denn genau. Hallo, kleine Spielzeug-Schimpansen-Raga. Wachtmeister Guybrush, mein Spielzeugaff. Ups, Schimpanse. Er hat's nicht gern, wenn man ihn Affe nennt. Na, dann komm mal zu uns. Okay, Guybrush. Okay, hier ist unsere Geldkarte. Da werden wir mal einen Blick drauf werfen. Meine Geldkarte. Im Moment nützt sie mir nicht viel. Es können höchstens noch $1 oder $2 drauf sein. Okay, das ist recht wenig. Können wir uns damit einen Kaffee leisten? Na, wenn nur einen ganz kleinen, oder? Okay, hallo Guybrush. Hallo. Wachtmeister Guybrush ist eine Mischung aus Mensch, Schimpanse und Musiker. Und Gesetzeshüter. Ah, eine wunderbare Mischung, April. Jetzt dürft ihr natürlich dreimal raten, warum dieser Schimpanse den Namen Guybrush trägt. Monkey Island lässt grüßen. Eine Hommage an das wunderbare Adventure von LucasArts. Hey, you! Yeah, you! Hands up! Spread your legs! And do the monkey dance! Hands up in the air! Okay. Okay, was ist mit deinem Auge? Eins seiner Augen ist lose. Dies ist ein Stichwort. Das Auge ist rausgefallen. Der arme Guybrush. Ja, armer Guybrush. Aber dir macht das bestimmt nichts aus, wenn du uns dein Auge schenkst. Tut mir leid, Guybrush. Ich brauch dein Auge mal. Warum auch immer. Dies ist mir noch gänzlich unklar. Okay, ich glaube, hier werden wir weiter nichts finden. Dies ist unser Arbeitsplatz. Mein Schreibtisch. Theoretisch also mein Arbeitsplatz. Allerdings hat mich meine Muse in letzter Zeit ziemlich im Stich gelassen. Oh, da haben wir etwas gemeinsam, April. Wirklich, ihr werdet merken, ich werde es wahrscheinlich öfter erwähnen, ich kann mich gerade mit ihrer Persönlichkeit arg identifizieren. Ein Regal. Ja, toll. Immer noch ein Regal. Ah, das ist gut. Okay, also das finde ich gut. Ist nett gemacht, wirklich. Ein Foto von meinen Freunden und mir. Ich glaube, das wird wichtig sein. Okay, und das Tagebuch wird ja auch noch eine Rolle spielen, denke ich mal. Das nehmen wir natürlich mit. Mein Gelegenheitstagebuch. Wir haben eine recht stürmische Beziehung. Ja, eine On-Off-Beziehung. Ab und zu oder in regelmäßigen Abständen erfolgt ein Eintrag. Ich habe mal versucht, Tagebuch zu führen, aber ich weiß nicht, ich habe nicht die Geduld dafür, oder? Ich weiß auch nicht. Die Regelmäßigkeit hat sich schnell wiedergelegt. Liebes Tagebuch, an mich. Träume von sprechenden Bäumen und Drachen. Schön und gut. Aber in der echten Welt mit Dingen zu reden? Hör auf damit. Manchmal wäre es vielleicht ganz sinnig, oh, wenn es wirklich der Fall wäre. Was würden uns... Oh, ich will gar nicht wissen, was uns die Natur berichten würde. Wahrscheinlich nichts Gutes. Aber vielleicht würde es uns weiterhelfen. Der Menschheit weiterhelfen. Ja. Wer nimmt sich heutzutage noch Zeit, ein gutes Buch zu lesen? Ach komm, April. Mein letztes Buch hieß Wie verführe ich den Mann meiner Träume? Oh, das brauchst du doch wenn gar nicht. Wenn ich jetzt noch meinen Traummann finde, kann nichts mehr schiefgehen. Okay, April. Das war wahrscheinlich ein Verzweiflungsakt deinerseits. Oh, was hat das mit dem interessanten Bild auf sich? Das stammt von mir. Ein Porträt meines Dozenten für Naturmalerei. Dein Traummann? Obwohl er sich nicht unbedingt darauf erkennen würde. Okay, du bist wahrscheinlich auch für die Naturmalerei geboren. Okay, dieser Ventilator wird uns ein wenig Kühle spenden, so nehme ich an. Der Ventilator soll das Zimmer im Sommer kühlen. Klar, wenn er läuft, ist es hier mindestens ein Viertelgrad kälter. Ein Viertelgrad, okay. Es hat jetzt auch nicht viel Sinn, das Fenster offen zu lassen, wenn wir uns außerhalb des Zimmers bewegen, aber... Nun gut, weil es ja so heiß ist. Also, merke es. In hitzigen Zeiten Fenster nur in der Nacht öffnen, am Tage bitte schließen. Ich müsste ins Studio gehen und was tun. Nur noch 2 Wochen, bis die Ausstellung eröffnet wird und mein Beitrag wird und wird nicht fertig. Vielleicht sollte ich mich erst anziehen.
bemerkenswert. Sehr schön.